Wir haben diverse Workshops. Das erste hatte ich im dritten Semester und jetzt im fünften haben wir vor kurzem ein Unternehmen aus der Tourismusbranche beraten. War ganz interessant. Wir hatten eine Präsentation, sind da ein paar Mal hingefahren. War eine Erfahrung, eine interessante Erfahrung. Also ich hatte die Möglichkeit, schon vor dem Studium und berufsbegleitend während des Studiums die gesamte Wertschöpfungskette eines Unternehmens kennenzulernen. Ich war kontinuierlich bei einem international agierenden deutschen Textilkonzern angestellt und bin sehr dankbar darüber, dass ich durch die ISM wirklich ein gutes, fundiertes, theoretisches Fachwissen mitbekommen habe, was ich dann immer wieder in der Praxis anwenden konnte. Es gibt so viele Ereignisse, die ich bei diesem Unternehmen mitbekommen habe, wo ich immer wieder an die Vorlesungen zurückgedacht habe und habe gesagt, ach, das hast du doch da und da gehört. Und ich denke, dass die Verbindung mit Theorie und Praxis gerade hier auf der ISM einen ganz, ganz besonderen Stellenwert hat. Angefangen in diesem Jahr habe ich ein Praktikum in einem der Big Four absolviert und seitdem bin ich da auch Werkstudentin. Dementsprechend kann ich das, was ich während meiner Arbeitszeit erlerne, auch mit dem vergleichen und auch Neues dazu erlernen mit den Inhalten des Studiums. Zum einen profitieren die Studenten natürlich von den praxisnahen Skripten, die auch durch Übungen angereichert sind und so schon mal eine Vorbereitung geben auf die ersten Praktika. Das sind dann natürlich die wichtigsten Praxiserfahrungen im Studium. Wem das noch nicht reicht, hat natürlich die Möglichkeit, dann an studentischen Beratungsprojekten und so weiter teilzunehmen. Und es gibt ja auch einen recht regen Austausch mit unseren ehemaligen Studenten. Also über das Alumni-Netzwerk kann man da schon Praxiskontakte knüpfen. Und natürlich auch über die Dozenten. Die Dozenten haben ja eine recht langjährige Managementerfahrung und stellen die dann für engagierte Studenten auch gerne zur Verfügung.